Hallo liebe Podcast-Fans, Monique hier, heute mal in eigener Sache. Denn so oft werde ich gefragt, Monique, jetzt erzählst du seit fast 4 Jahren so viele Auswanderergeschichten. Und ja, wir haben schon viel von dir gehört, aber wann erzählst du mal deine Auswanderergeschichte? Und das habe ich jetzt getan. Ist ein bisschen länger geworden als eine Podcast-Folge, ist nämlich ein kleines Audiobook geworden. Aber ich wollte nicht verpassen, dir davon zu erzählen, denn da erzähle ich die ganzen Ups und Downs und vor allen Dingen, was ich auch bei all dem gelernt habe. Und das Audiobook heißt Abenteuer Veränderung. Es ist sogar kostenlos und du kannst dir das runterladen unter www.moniquemenesi.com/Abenteuer. Und ja, lass mich wissen, wie es dir gefällt. Vor allen Dingen teile das mit allen Menschen, die ja, vielleicht auch planen auszuwandern oder vor einer großen Veränderung stehen. Also teilen, 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 teilen und lass mich wissen, wie es dir gefällt. Und viel Spaß mit der Folge jetzt. Deine Monique. Hallo, ich bin Monique Menesi. Vor 10 Jahren bin ich mit einem großen Traum in die USA ausgewandert. 7 Koffer, 2 Kinder und eine gewonnene Green Card. Jetzt nach 10 Jahren habe ich nicht nur meine Träume erfüllt, sondern auch 4 erfolgreiche Unternehmen und 2 erfolgreiche Podcasts gegründet. In diesem Podcast teile ich mein Wissen und meine Erfahrung über das Leben, Arbeiten und Selbstständigsein in den USA. Ich spreche mit anderen Auswanderern, Experts und Fachleuten, die bereits den Schritt gewagt haben und ihre Geschichte teilen. Möchtest du mehr über diese inspirierenden Auswanderergeschichten und das Leben in den USA erfahren? Oder denkst du selbst darüber nach, diesen Schritt zu wagen? Dann bist du hier genau richtig. Begleite mich jetzt in eine aufregende neue Podcast-Folge. Herzlich willkommen im Muttersprache-Podcast. Heute geht es mal in eine ganz andere Richtung. Ich könnte ja sagen, es geht wieder nach Atlanta. Da hatten wir aber jetzt schon so viele Gäste. Deswegen sage ich, wir reisen heute einfach mal nach Alabama. Und ich treffe hier den Timo Sandritter. Hi Timo, erstmal schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. Freue mich. Erzähl uns, wo bist du? Wer bist du? Was machst du? Okay, also wer bin ich? Witzig, dass du fragst, von den meisten Leuten beantworten ja die Frage, wer bist du mit dem, was sie tun? Und ich bin normalerweise ein Fan zu sagen, wenn es darum geht, wer ich bin nicht der Anwalt oder der Wirtschaftswissenschaftler oder der Entrepreneur, sondern ich bin der Timo. Und die wichtigste Rolle, die ich selbst habe für mich, ist der Vater meiner Kinder zu sein. Also ich bin primär Vater, das ist die absolut wichtigste Rolle. Und danach bin ich dann Firmenunternehmer und vielleicht noch ein paar andere Dinge. Ehemaliger Fußballer und. Oh, spannend. Da haben wir jetzt viel reinzugehen. Aber erzähl uns erstmal, wie alt sind denn deine Kinder und wo lebst du überhaupt ganz genau? Also bei mir ist es so, dass ich mittlerweile pendle ich zwischen Huntsville, Alabama und Atlanta, Georgia. Also wirklich so, dass wir eine Woche hier sind und dann eine Woche dort. Und natürlich dann auch das Reisen. Ich bin mittlerweile ziemlich oft in Deutschland wieder, also fast einmal pro Monat. Und die Kinder, die sind mittlerweile älter. Also der größte von allen drei, der ist schon an der Uni, der ist 20. Und danach ist ein Junge, ein 15-jähriges Mädchen und ein 13-jähriger Sohn. Die sind immer sehr, sehr, ja, eigen. Die machen ihr eigenes Ding, wie wir das wahrscheinlich auch gemacht haben, vor ein paar Jahren noch. Aber ja, die sind auf jeden Fall der wichtigste Teil meines Lebens. Der fast aus dem Haus, ne? Da hast du zumindest noch einen 13-Jährigen. Ich habe 18 und 22, die sind schon flügge. Das ist echt wieder ein anderer. Die Zeit vergeht so schnell. Ja. Wir hatten das genau heute Morgen, dass wir gesagt haben, unsere Tochter, die wird in 3 Monaten mit ihrer Highschool fertig. Und mein Mann hat dann gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das überleben soll. Das geht gar nicht, ne? Also das ist schon echt krass. Aber gut, das soll ja auch so sein. Dafür erziehen wir sie ja und bereiten sie fürs Leben vor, dass sie das irgendwann auch alleine meistern können. Auf jeden Fall. Und meine Devise war, als sie klein noch waren, sehr klein, also so Babys, dann ging es ja wirklich darum, sie zu lehren. Also Dinge von Dingen bewahren, fast sogar über Disziplinarmaßnahmen. Das hört sich ja voll zu schlimm an, aber über Disziplin, ne? Wirklich. Passt dich auf die Herzplatte und wenn du es machst, dann verbrennt sich. Halt, da gibt es Konsequenzen. Und wenn sie ein bisschen älter sind, dann versucht man ihnen Sachen beizubringen, lesen, schreiben und so weiter. Und wenn sie noch ein bisschen älter sind,
dann coacht man sehr ein bisschen, ne? Wie beim Fußball ja auch. Da wissen die Profifußballer, wie man einen Ball jongliert oder schießt. Aber da ist ja trotzdem noch ein Coach da, der sie dann ein bisschen den Weg weist. Und ich hoffe, dass wir sind jetzt gerade in dieser Coaching-Phase. Ich hoffe aber, in dem Moment, wo wir dann komplett alle aus dem Haus sind, gehen wir in die Phase der Freundschaft. Wo dann wirklich so ist, dass die Kinder wieder zurückkommen wollen. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es wirklich wollen. Weil wir eine gute familiäre Beziehung haben. Für uns ist auch Familie sehr, sehr wichtig. Also wir sind immer noch die Familie, wenn alle da sind. Wie gesagt, der Größte ist ja schon an der Uni. Dass wir sagen, wir essen alle zusammen zu Abend am Tisch. Also sehr traditionell noch. Und da gibt's dann auch kein Handy und kein Hin und Her, sondern das ist dann auch für uns die Bite, ne, der Unterhaltung. Und wir versuchen das auch nicht irgendwie so in 15 Minuten haben wir gegessen, sondern wir machen einen Spaß, wir erzählen von unserem Leben. Und das ist auch für uns als Familie sehr wichtig. Und auch doch noch sehr deutsch, ne? Dieses zusammen am Tisch, kein Handy, kein Fernsehen an. Das gibt's ja in amerikanischen Haushalten irgendwie nicht so oft. Nimm uns doch mal zurück, Timo. Wo kommst du in Deutschland her? Was ist da so deine Geschichte und was war so dein Weg in die USA? Du bist ja schon lange hier. Also ist schon sehr lange her. Also ich glaube, ich war schon immer so ein bisschen begeistert von den USA. Also mein Vater hat ziemlich viel Familie in Kanada, wobei natürlich ein Riesenunterschied zwischen Kanada und Amerika besteht, aber wir waren oft auch als Heranwachsen in Vancouver in Kanada und mir das Leben hier im Westen immer schon ein bisschen angetan. Ich muss auch dazu sagen, ich bin in Heidelberg aufgewachsen, also im Kreis Heidelberg. Und da sind viele Amerikaner stationiert, ne? In Heidelberg ist eine sehr große US-Base. Mhm. Wir hatten ziemlich viele Amerikaner. Ich hatte auch ziemlich viele amerikanische Freunde. Es gab auch eine amerikanische Highschool. Ich habe auch Fußball gespielt mit vielen Amerikanern und habe sogar also bei dem amerikanischen Militär gearbeitet, als Heranwachsender, Studentenjobs und so weiter. Aber das hat immer schon viel mit den USA zu tun. Und dadurch, dass mein Vater dann auch irgendwie nach Kanada ist, Mitte der 90er war das, glaube ich, dachte ich auch, ja, irgendwann werde ich vielleicht auch Richtung Westen gehen. Schau mal, was passiert. Mir hat es kulturell in Deutschland ging es auch oft, es mir oft schwer gefallen, mich zu akklimatisieren mit gewissen Gegebenheiten, wo ich dann ein bisschen ja als Art Rebell nicht abgestempelt, aber zumindest aufgefallen bin. Also ich war schon immer, ich hatte gute Noten, aber Benehmen ja mangelhaft, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht im Sinne der Schulnote mangelhaft, sondern ich war schon immer ein bisschen einer, der aufgefallen ist. Ich hatte auch, aber auch wirklich, ich war auch einer, der sich nicht auf die Schule gefreut hat. Für mich war eher wichtiger, mit meinen Freunden irgendwie abzuhängen, Schule zu schwänzen. Es war oft so, dass meine Mutter ist zur Arbeit gegangen. Oder ich habe so gemacht, als wenn ich zum Schulbus bin oder Richtung Schule, bin um den Block gefahren. Und als meine Mutter dann zur Arbeit ging und keiner mehr im Haus war, bin ich wieder nach Hause. Also habe ich oft auch Schule geschwänzt. Als Personalentwickler würde ich jetzt sagen, keiner hat es geschafft, dich zu motivieren. Ja, könnte man sagen. Ich muss sagen, es gibt einige Lehrer und Professoren, mit denen ich jetzt noch in Verbindung bin, nach all diesen Jahren, die ich wirklich, wirklich zu schätzen weiß, die mich auch geprägt haben in gewissen Sachen. Und es waren aber die Akademiker beziehungsweise die Erzieher, die das nicht auf Schwarz-und-Weiß-Methode gemacht haben. Ich war immer schon ein bisschen in diesem ADHS und mir war langweilig in der Schule. Egal in welcher Klasse, war mir einfach nur langweilig. Und in dem Moment, wo mir ist nicht so, dass ich mich einfach male, sondern ich bin halt negativ aufgefallen. Dann hast du deine Schule abgeschlossen? Und du hast ja gerade gesagt, so ein bisschen Bezug zu Kanada war immer da. Wie kam es, dass du dann dir überlegt hast, du möchtest gerne in die USA gehen? Oder was war so dein Weg in die USA? Also ich war schon immer angetan von dem Lifestyle. Wenn man mit Al Bundy aufmacht und über Wonderful Years oder Wonder Years, die Sendung, das fand ich immer witzig. Also diese Familien, wo es auch gar nicht so etipetiert ist. Also nicht so Prince von Bel-Air, wenn er ein riesen Haus hat, sondern so ganz normal diesen Style hat er schon angetan, hat mich ein bisschen auch an meine väterliche Seite der Familie erinnert. Und dann war es halt doch so, dass ich gesagt hatte, ich möchte irgendwas machen, das mir nicht nur gefällt, sondern auch, wo es einen gewissen Mehrwert und ein gewisses Prestige hatte. Also ich hatte als auch wirklich als Ziel schon damals im Gymnasium, dass ich irgendwann mich promovieren werde und dass ich vor allem irgendwann an eine gute, renommierte Uni wollte. Das war für mich immer irgendwie wichtig. Weiß nicht, ob das ein Selbstbewusstsein klappt hatte und mich deswegen so profilieren wollte. Aber es war immer am Ziel. Vielleicht auch so angespornt durch das amerikanische Fernsehen, ne? Weil da ist es ja auch häufig so, dass man dann die Schule macht, College, University und vielleicht war das so der Drive auch, ne? Kann ja auch gut sein. Ich muss auch sagen, es gibt ja wirklich sehr gute, erfolgreiche deutsche Firmen.
Aber der Gedanke an, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber bei uns im Kreis Heidelberg, beziehungsweise ich komme sogar aus Wiesloch-Walldorf, was man wahrscheinlich kennt, weil halt doch einige größere Firmen, zumindest eine große Firma, aber dort zu arbeiten, wäre für mich die absolute Hölle. Also ich gehe um 8 hin, ich gehe um 5 nach Hause, ich habe meine Routine, ich mache einen guten Job, werde gut bezahlt. Das wäre für mich ein absoluter Albtraum. Also ich könnte mir das wirklich nicht vorstellen. Ich habe auch eine Mutter gehabt, die hat jahrelang in der Buchhaltung gearbeitet, für eine sehr große deutsche Firma. Und ihr war oft Montag, hatte sie ja fast schon ein schlechtes Gefühl, hat mich auf Freitag gefreut. Und ich habe immer gesagt, ich möchte nicht in einer Situation sein, wo ich vom Montag Angst habe, weil ich so ein Geschäft muss und mich auf Freitag freue, weil ich meine Wochenende vor mir habe, sondern ich habe ein Leben und möchte es deswegen immer genießen. Total richtig, sehe ich ganz genauso. Also ich komme ja auch aus einem kleinen Kaff und das hätte ich mir nie vorstellen können. Meine Eltern waren selbstständig, da gab es das nicht. Die haben mir eigentlich immer schon vorgelebt, dass du das in der Hand hast, was du machst und dass wenn du das machst, was du gerne machst, dass das einfach auch Spaß macht und dass man dann auch gerne da mehr für macht. Also da bin ich auch echt dankbar und da zähle ich auch heute noch von. Aber ich stelle mir vor, wenn man solche Eltern nicht hat, ist das gar nicht so einfach, aus diesem System auszubrechen und zu sagen, tschüss, ich bin da mal weg, ich gehe dann jetzt mal zum Studio nach Amerika. Wie ging das dann? Also wie hast du dann diesen Weg gefunden nach der Schule? Ne? Also wenn du hier keine Kontakte hast, niemanden kennst, dann ist es ja auch einfach nicht so einfach als junger Mensch, auch zu der Zeit. Ne? Da war ja nun auch nicht Google und die ganze Informationswelt, dass es 85 YouTube-Channels darüber gibt, wie man das so macht. Wie hast du dann diesen Weg gefunden? Ich bin aber schon immer einer, wenn die Leute gesagt haben, du kannst das nicht, war das für mich Motivation intrinsik. Sag ich, zeig's euch. Aber wenn meine Eltern gesagt haben, ja, habe ich definitiv nein gesagt, auch wenn sie vielleicht recht hatten. Also für mich war das auch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich habe sogar vor kurzem an der Uni, ist auch schon ein paar Jahre her, darüber geredet. Nur weil, wenn ihr gegen eine Wand läuft, heißt noch lange nicht, dass man aufhören muss zu laufen oder umdrehen muss. Es gibt ja einen Weg links, rechts, drüber, drunter. Und von dem her war das für mich, also allein zu sagen, ich setze mir ein Ziel. Und aber wenn das Ziel natürlich zu weit weg ist, dann erreicht man es nicht, dann ist es ein Traum. Aber wenn ich mir ein Ziel setze, das weit weg ist, aber dann Zwischenziele setze, war für mich immer klar, okay, wenn ich studiere, wie kann ich, das war damals noch auf Diplom, also war vor Bologna-Prozess und so weiter, dann gab es diesen Diplom-Kaufmann an der Uni und dann konnte man dann konvertieren und dann konnte man sich hier in Amerika bewerben und habe das einfach, ja, aber nachgeguckt, wie das geht, also wie kann ich hier nach Amerika, welche Universitäten wären denn interessant, wo könnte ich eventuell Fußball spielen, also mit Stipendium noch, dass es nicht ganz so teuer wird. Und dann gibt es halt immer irgendwelche Antworten. Und wenn das eine nicht klappt, dann klappt halt das andere. Und für mich war immer so, dass ich gesagt habe, okay, also es gibt, nein, die Antwort gibt es nicht. Es gibt immer irgendeinen Weg, egal was. Und in dem Sinn kann ich ja nicht verlieren, sondern ich kann ja nur lernen oder gewinnen. Ja, 100%. Also du warst dann im Fußball gut und hast gedacht, das könnte jetzt so deine Chance sein, den Fußball zu benutzen. Also war auch immer, stand immer USA fest oder hätte es da auch eine andere Möglichkeit gegeben zu dem Zeitpunkt? Ja, also für mich war, also und gut ist jetzt vielleicht, kommt immer auf die Perspektive an. Es gibt Leute, die besser Fußball spielen, wesentlich besser, aber es war zumindest gut genug, um hier an die Uni zu kommen und dann auch ein Stipendium zu bekommen. Dafür hat es auf jeden Fall gelangt. Und das war immerhin schon mal ein Schritt, um das zu finanzieren und dann auch einen Weg einfach, wo man zumindest eine gewisse Basis hatte. Wie hast du das gemacht? Also wie hast du, ich hatte mal den Markus Kuhn hier im Podcast, das ist ja der erste deutsche NFL, ja, kennst du, gut. Der hat zum Beispiel erzählt, er hat einfach eine DVD gebrannt, ist nach Amerika geflogen, ist zu den Colleges und hat denen sozusagen eine DVD in die Hand gegeben und hat gesagt, so, ich bin das, so spiele ich möchte hier am College aufgenommen werden. Wie hast du das gemacht? Also wie? Das waren so viele Dinge in Parallel, ne? Also von einer Weile her, ne? Wir reden jetzt von den 90ern. Da, ich glaube, da gab es noch, DVD gab es vielleicht schon, aber nicht ganz so wie jetzt. Also es war so, dass ich natürlich geguckt habe. Also ich muss auch dazu sagen, ich hatte ziemlich viele amerikanische Freunde im Kreis Heidelberg und hatte auch eine Freundin, die Amerikanerin war und die dann auch irgendwie, also eine Beziehung, die Amerikanerin war und die hat auch gemeint, ja, du müsst irgendwann wieder nach Amerika zurück. Das heißt, du hast eine Person, die dort ist, die dort verankert ist. Und dadurch, dass ich im Kreis Heidelberg aufgewachsen bin und viele Beziehungen auch Richtung Westen hatte, weißt du, dass ich zumindest einige Personen hier kannte. Ich hatte jetzt ziemlich viele Freunde, die dann einfach als Amerikaner in Deutschland aufgewachsen sind, die dann ganz normal nach Amerika gegangen sind. Die haben dir dann gesagt, okay, um dich bei der Uni vorzustellen, musst du da auf die Website gehen, dich da bewerben. So, das war natürlich nicht ganz mit so bewerben, sondern man musste echt noch mit Briefpost
die das tun. Ja, ja. Ich muss aber auch sagen, ich bin, also ehrlich gesagt hatte ich auch Glück. Ich bin einfach im Flieger irgendwann mal, bin hierher geflogen, habe meine Freundin, also meine das Mädchen, mit dem ich zusammen war, besucht, bin zur Uni gegangen, sagte so, lass mich mal ein bisschen mitkicken. Also sehr direkt und auch, ja, okay. Ich muss dazu sagen, ich hatte eine gewisse Selbstbewusstsein natürlich auch, weil ich auch gut, die Amis können eh keinen Fußball, in den 90ern schon gar nicht. Und ich komme aus Deutschland, ich kann so ein bisschen kicken, dann zeige ich es denen einfach. Die waren gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe, aber ja, es hat zumindest gelangt. Ja, das stimmt. Vielleicht war es auch nur dann das Selbstbewusstsein, dass du gesagt hast, ich will hier hin, ich kann das, ich zeige dir das. Das heißt, du bist einfach zu der Uni gegangen, hast gesagt, lass mich mal mitspielen und dann hast du gesagt, okay, ich will hier studieren, wie geht das? Also ich bin wirklich auch zu einigen Unis und er hat die Unis auch gar nicht alle gekannt. Krass. Und den haben wirklich gekriegt, ich habe einen Trainer, bis er mal irgendwann da war. Ich hatte keine Handynummer, ich habe gar nicht mein Handy gehabt damals. Also ich bin einfach hingegangen, weiß ich noch, und habe mit dem Trainer, da war ja ein Trainer, ein Co-Trainer, habe mit denen mich unterhalten, dann gab es eine andere Uni in der gleichen Stadt und die hatten auch eine Fußballmannschaft. Bin dann hingegangen, habe mir das angeguckt, habe da ein bisschen mitgespielt und dann irgendwann ging es damals dazu, also ich würde gerne spielen, aber ihr müsst zahlen, weil sonst kann ich nicht an die Uni, so auf die Art. Also meine Eltern waren auch immer so, die haben gesagt, ja, also finanzielle Unterstützung, in dem Moment, wo du von zu Hause ausziehst, bist du auf dich gestellt. Dass die mich natürlich nicht verhungern lassen, ist ja auch klar. Aber es war nicht so, dass die sagen können, ja gut, wenn du hier zur Uni willst, die kostet 100.000 Dollar im Jahr. Wenn es dein Traum ist. Ja, dann können wir nicht einfach hier 400.000 Dollar für den Undergraduate bezahlen und so weiter. Also, aber es waren ganz, ganz kleine Ziele immer. Es war nicht von, ich bin morgens aufgewacht und war am nächsten Tag in Amerika an der Uni, sondern wir reden jetzt von ganz vielen Schritten, die passiert sind, einen Tag nach dem anderen. Und manche... Bei meinen Saison hat das auch nicht geklappt. Es gab auch einige Unis, wo ich gedacht habe, ah, da könnte ich Fußball spielen und könnte auch dort studieren und kann mir das auch vorstellen. Und da waren auch gewisse Gründe, ob ich jetzt, keine Ahnung, kein Scholarship bekommen habe oder was dann einfach zu teuer war. Oder es gab auch schon Sachen, wo nicht alles eine gerade Linie war. Ich vergleiche mich oft mit meinem Cousin und wir sind gleich alt, ich bin ein bisschen älter, aber er hat eine ziemlich gerade Linie. Ne? Also Abitur, Medizinstudium, an der Uni, als Arzt gearbeitet, Uniklinik in Heidelberg. Und hat sich jetzt nie niedergelassen. Eine sehr gerade Linie. Super. Bei mir war es eher Zickzack. Also ich bin hier, war auf einem normalen Gymnasium, wurde dann gegangen und nicht wegen schlechten Noten, sondern eher wegen Benehmen, bin dann irgendwann auf dem Wirtschaftsgymnasium dort Abitur machen. Und es war nie diese gerade Linie, ne, von keine Ahnung, Grundschule zum akademischen Grad, sondern eher Zickzack. Wann hat denn dann eine Uni gesagt, super, dich nehmen wir, da zahlen wir für? Und wo war das? Also es ging schon schnell. Das erste Mal war ich ja in Massachusetts, bei der University of Massachusetts. Und die haben mich auch angeworben. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte echt auch Glück, dass wir hatten in Heidelberg wirklich viele Amerikaner, junge Amerikaner, die dort auf der Highschool waren. Und es waren viele Recruiters, die da kamen und haben sich auch die Studenten und die Sportler angeguckt. Weil es ja immer in dieses Department of Defense. Und hatte dann auch ein paar Angebote, so dass ich zum Schluss nicht einfach betteln musste und sagte, nimm mich doch bitte egal wo, sondern ich konnte dann auch wirklich wählen. Und das erste Mal war dann bei der University of Massachusetts. Die haben gesagt, ja, wir würden gerne, dass du hier spielst und du bekommst ein Fulbright Scholarship und. Da habe ich gemeint, ja, jetzt warte mal ab, was noch alles passiert und wer noch alles kommt. So dass ich dann wirklich auch die Auswahl hatte. Jetzt fast forward ich nochmal, es war alles schön und gut, ich habe das auch gemacht. Und dann war das zweite Mal, als ich dann herkam, wollte ich das genauso nochmal machen. Und habe gedacht, hey cool, jetzt gehe ich nochmal nach Amerika und aber bleib dann aber wieder graduieren im Studiengang, weil du dieser Abschluss, den ich von Mannheim hatte, dieses Diplom gab es ja nicht wirklich. Das war ja, also gab es schon und man konnte das auch über eine Agentur evaluieren lassen, aber da wusste keiner, wie man das einstellt. Ist das jetzt ein Bachelor, ist das ein Master? Dann wollte ich ja nochmal einen Master hier machen, auch hier an der Uni. Und dann wollte ich wieder Fußball spielen und habe sogar auch Geld bekommen dafür wieder. Aber dann haben die mitbekommen, dass ich ja ein bisschen in Deutschland gespielt habe und ein bisschen hier schon gespielt habe. Und es war natürlich, bevor die ganzen Daten im Internet waren, und da hatte ich schon das Geld, habe auch schon gespielt für die Uni, und dann haben die ja mitbekommen, ja, du hast ja gar keine Eligibility mehr. Und ich gesagt, oh. Und dann musste ich anstatt Spieler wurde ich dann zum Trainer konvertiert, weil ich ja das Geld schon hatte. Das war, also wie gesagt, da gab es Sonntag verrückte Geschichten, wo ich... Also du hast... Stopp. Lass uns kurz die Reihenfolge klären. Also du hast dann ein Stipendium gekriegt und bist dann wirklich auch in die USA und hast dort erstmal angefangen zu studieren, oder? Ja, genau. Oder und das Master war dann der Trainer. Und ich habe ja auch akademisch so viele verschiedene Dinge parallel gemacht. Bei mir war das ja wirklich nie diese gerade Linie. Ich mache halt Bachelor, Master, Doc, keine Ahnung, Habilitation. Also es war ja nie diese Linie, sondern ich habe ja
mehrere Master mittlerweile und auch mehrere Mal promoviert. Nicht, weil ich das musste, sondern weil mir das auch Spaß macht. Also Schule, witzigerweise in den USA, macht wirklich Spaß im Vergleich zu Deutschland. In Deutschland auch, also egal in welcher, ob es jetzt Sekundar oder Universität oder was auch immer, für mich immer, boah, du brauchst ja fast einen Duden, um dir das zu übersetzen, was die überhaupt sagen, die Leute, weil wirklich so langweilig ist und trocken war. Und hier hat ja die Uni fast schon Unterhaltungswert. Und es macht ja auch wirklich Spaß. Was war denn so anders? Also wo haben die dich abgeholt? Also wenn du jetzt das so beschreibst, du bist dann jetzt in die USA, hast ein Stipendium gekriegt, das heißt, du musstest ja auch Fußball spielen, weil darüber war ja auch dein Stipendium, aber du musst ja auch die anderen Sachen machen. Also im Bachelor ist das ja erstmal auch so ein sehr allgemeines Studium wahrscheinlich gewesen. Was war da anders? Warum hat dir das dann so gut gefallen und dich auch ermutigt, quasi dann noch weiterzumachen? Also es war aber, dass ich von Deutschland schon ziemlich viel mitnehmen konnte. Also ich musste nicht irgendwie 4 Jahre hier Bachelor machen. Im Gegenteil, ich konnte viel von meiner deutschen Schulausbildung konvertieren in diese Credits hier in Amerika. Und das heißt, also selbst damals, also dieses Diplom von einer deutschen Hochschule wurde dann zum Bachelor konvertiert. Natürlich stellen dir keinen Bachelorabschluss aus, sondern ich musste dann nochmal ein paar Klassen hier rechts und links machen. Mittlerweile ist es ja bestimmt auch ganz anders, ich weiß es ja nicht mehr, aber ich konnte dann auch fast schon nach einem Semester in den Studiengang gehen. Und da war es wirklich so, dass wir ganz kleine Klassen hatten, in denen wir uns einfach ausgetauscht haben. Wir haben uns nicht so wichtig genommen. Ich hatte so ein paar Koryphäen in Deutschland, die haben sich so wichtig genommen, dass man eine Riesendistanz zwischen Schüler und Lehrer hatte. Hier, glaube ich, ist es ein bisschen so in Amerika, dass die Universitäten auch eher auf die Schüler oder auf die Studenten als Kunden schauen. Übertreibt jetzt ein bisschen. Aber die Lehrer sind zumindest nicht ganz so. Naja, aber es ist ja auch so ein bisschen so, ne? Also auch ich weiß das, ich meine, du hast ja deine Kinder dann in den USA gekriegt, aber ich habe ja meine Kinder in Deutschland gekriegt. Das heißt, die waren erst im deutschen Schulsystem und die waren dann 8 und 12, als wir in die USA kamen und sind dann quasi hier in das amerikanische System gekommen. Und das war für mich eins der größten Unterschiede, wie die Lehrer ihre Aufgabe verstehen im Vergleich zu Deutschland. Also so, ich weiß noch, das erste Gespräch war, dass dann ging, ja, die Tochter muss ein bisschen mehr noch lesen oder ist da und da noch irgendwie, klar, die kam ja auch, kann die Sprache noch nicht. Und das, aber der größte Unterschied war, dass ich dann gefragt habe, okay, was kann ich jetzt tun? Und dass die Lehrer dann zu mir gesagt haben, Sie machen gar nichts, wir informieren Sie nur, das ist ja unsere Aufgabe, dass wir das umsetzen. Und ich weiß das doch wie heute, ich war so baff, weil das hatte ich noch nie erlebt. Die deutsche Kultur ist ja generell eine, wie nennt man das, eine Dienstleistungsinsel. Ich glaube, das ist so richtig. Also wenn es um Service geht, ist es wirklich leider. Aber das ist mehr so wie Malediven, die schon untergehen. Oder so. Ich muss aber dazu sagen, fairerweise, es gibt wirklich auch einige Lehrkörper oder einige Lehrer, die ich hatte, die wirklich sehr, sehr prägend waren, auch in Deutschland, mit denen ich wirklich jetzt noch in Kontakt bin. Ja, das stimmt. Wo ich sehr dankbar bin, dass sie nicht einfach geguckt haben, ah, guck mal, der Timo benimmt sich daneben, wir schreiben den ab, der geht jetzt auf die Sonderschule oder auf die Hauptschule, sondern der ist zwar intelligent, aber ist A, faul und B, gelangweilt. Also ich muss auch dazugeben, es gab wirklich, ich hatte einige, die pädagogisch sehr stark waren, wir hatten wahrscheinlich auch in unserem Gymnasium in Wiesloch einige Lehrer, die strafversetzt waren, die dann nicht pädagogisch so top waren, aber es gab auch wirklich viele, die wirklich das auch verstanden haben. Naja, oft ist es ja auch, wenn die schon nicht wertgeschätzt werden, wie wollen sie dann was wertschätzen? Ja. Ne? Also ich glaube auch gar nicht, dass es oft an den einzelnen Lehrkräften oder so liegt, sondern an dem gesamten System. Aber lass uns nochmal zurückspringen auf also du bist dann durch den Bachelor relativ schnell gegangen, hast dann entschieden, du bleibst in den USA, bist dann in das Masterprogramm gegangen und irgendwann kam ja sicherlich der Punkt, wo es dann ging, okay, jetzt ist dein Visum abgelaufen, jetzt ist dein Stipendium, jetzt bist du damit durch. Was kommt jetzt? Kannst du da mal hingehen und mir erzählen, wie es danach dann weitergeht? Ich muss aber dazu sagen, ich habe dann auch die Dame, die ich vorhin schon erwähnt habe, wir haben früh geheiratet, sodass ich dann auch eine Green Card bekommen habe und deswegen auch nicht unbedingt an ein Visum gekuppelt war. Das heißt, also es war nicht so, dass wir nur wegen der Green Card geheiratet haben. Also das war definitiv nicht. Wir waren immerhin 4 Jahre zusammen, aber haben dann auch gesagt, ja, wenn ich eh hier bin und wenn ich hier bleiben möchte und so weiter, dann können wir doch gucken, dass wir vielleicht sogar das versuchen, ob das vielleicht klappt. Wir waren natürlich viel zu jung und alle haben gesagt, mach das bloß nicht, du bist ja
Naja, also dann Anfang 20 noch. Und das hat natürlich im Nachhinein war das vielleicht, war ich da auch nicht matur genug. Aber es war halt ein sehr leichter Weg, A, hier zu bleiben, B, gleich arbeiten zu dürfen. Und man hat halt viel weniger Bürokratie. Ich hätte dann wahrscheinlich auch versuchen können, über den kanadischen oder deutschen Weg an ein Visum zu bekommen. Das ist nicht unbedingt gleich Green Card, aber da gibt es ja diese TN-Regelung und. Oder sogar ein Studentenvisum. Aber ich war da nie dran gekuppelt. Also es war für mich eigentlich auch so, dass ich das gar nicht gebraucht habe. Also für mich war das dann klar, okay, ich bin in Amerika. Also gab es dadurch auch nie die Entscheidung, zurückzugehen? Also war es dann immer klar, dass du, ich meine, gut, dann hattest du natürlich auch eine Ehefrau hier. War das dann eigentlich logisch, dass du dann hier bleibst? Oder hätte da der Punkt auch bestanden, doch nochmal zurückzugehen? Also ich war mir 99% sicher, dass ich in den USA bleiben werde, auch wenn ich irgendwo in der Tankstelle arbeite. Ja, das Leben in Deutschland, ich habe sehr, sehr, sehr gute Freunde, mit denen ich wirklich nach 40 Jahren immer noch sehr nah bin, oft telefoniere, wir sind immer noch beste Freunde. Aber mir hat das Leben in Deutschland hat mir nicht gut getan von der Psyche. Ich habe sehr viele Probleme gehabt, mich zu akklimatisieren, diese Art und Weise, immer schlechte Laune, diese deutschen Fehlervermeidungskultur. Ja, ich bin ja einer, der sagt, hey, wir probieren was, wir klappen mal was anderes. Und dieses ewig lange Überlegen, bevor irgendwas passiert, ich bin so nicht. Ich bin eher einer, der sehr spontan ist. Und das heißt, ich habe auch jetzt nicht gesagt, ah, muss ich jetzt mit 20 oder mit 25 einen Plan machen, der bis 75 steht? Nee, ich mache das, was mir heute gefällt. Und wenn es nicht klappt, dann gehe ich halt woanders hin. Und das heißt, ich dachte, gut, ich gehe jetzt mal nach Amerika, habe auch alles in Deutschland aufgegeben. Ich habe aber ja nie wirklich dort gearbeitet. Ich habe das Studium abgeschlossen, wollte dann, da gab es dann schon mal, da gab es eine Universität, die hatte sogar ein Austauschprogramm und die haben ein MBA angeboten. Wir reden jetzt von den Anfang 20ern. Also ganz, ganz, um das Jahr 2000. Da dachte ich, ich kann mich ja da einschreiben und kann dann diesen Master Business Administration machen. Den gab es in Deutschland zwar nicht, aber weil die eine Partnerschaftsuniversität in den USA hatten. Hat mich da sogar mal eingeschrieben, sogar in der Uni. War, glaube ich, bei zwei Vorlesungen. Ich gesagt, weißt du was, das mache ich erst gar nicht. Ich gehe einfach direkt nach Amerika. Ne, also da war es schon so ein bisschen hin und her. Da bin dann auch ja das erste Mal in den 90ern her, dann nochmal zurück und dann Anfang 2000 dann komplett her, ohne jemals wieder zurückzukommen. Und als ich dann diesen Schritt 2000 gemacht habe und dann, wie gesagt, direkt in das Graduierendenstudium gegangen bin, am Anfang war es so ein bisschen schnuppern an verschiedenen Stellen, an verschiedenen Universitäten, bisschen hier Fußball, bisschen da Fußball. Und dann Anfang 2000 gesagt, okay, ich gebe jetzt alles in Deutschland auf, verkaufe mein Auto und schicke halt meine Sachen, keine Ahnung, nach Amerika, wirklich per Postweg. Das weiß ich noch, dass ich das mit dem Militär, mit meinem ganzen Militär geschickt habe, weil es billiger war. Und komme halt die an und dann schaue ich halt mal, ob es geht. Wenn es nicht geht, dann, das Witzige ist ja, man kann da immer wieder halten. Ich habe ja zum Glück eine gewisse Sicherheit, auch familiär, dass es nicht so ist, dass wenn ich mit irgendwas nicht klappen würde oder wenn ich in der Situation bin, bevor ich auf der Straße wohne, würde ich natürlich schon wieder nach Deutschland zurückgehen. Aber damals, dass ich habe einen guten Freund, der sagt immer, wenn du keinen Plan B hast, dann bist du wenigstens nicht vom Plan A abgelenkt. Deswegen habe ich mir einen Plan A gemacht und habe gemacht, okay, das machen wir jetzt mal. Ist ja auch so. Und ich meine, Anfang 20 in den USA, gerade auch nochmal so zu der Zeit, ich meine, das wissen wir alle, das ist ja wirklich auch der American Dream. Und das ist ja auch, finde ich, immer noch hier so, ne? Wenn du arbeiten möchtest, wenn du eine Idee hast, wenn du was mitbringst, wenn du den Biss hast du hier immer noch unbegrenzte Möglichkeiten, etwas zu machen. Und warum sollte es dann eben nicht klappen? Also der einzige Faktor, glaube ich, der immer mal passieren kann, ist natürlich, dass man selber krank wird oder dass in der Familie irgendwas passiert, was einen dann zurückbringt. Aber ansonsten gibt es ja auch, finde ich, oder es wirklich einem dann nicht gefällt. Ne? Also wüsste ich jetzt aber niemanden, der irgendwann dann gesagt hat, ich gehe zurück, eher so im Expat-Bereich, aber weniger die wirklich ausgewandert sind, die dann nach, weiß ich nicht, vielen Jahren wieder zurückgehen oder so. Was war denn dann dein Weg in die Workforce? Also du hast dann dein Studium abgeschlossen, hast beschlossen, du bleibst hier. Wie ging es dann weiter beruflich in den USA? Ja gut, irgendwann muss ich ja auch mal Geld verdienen. Also war nicht so, dass ich, hab ja auch noch echt? Freunde von hier, mit denen wir zusammensitzen und die haben auch echt, also gerade im Studium, wenn du ein paar, ich habe ein bisschen Geld von Deutschland mitgebracht hierher, habe ja in Deutschland auch nicht gearbeitet, das war jetzt nicht so, dass ich von Haus aus reich war oder geerbt hatte oder irgendwie ein Vermögen erspart hatte, sondern ich war dann hier und habe auch parallel gleich angefangen zu arbeiten. War mal Türsteher kurz während, also ich war, wie gesagt, mit als graduierender Student Türsteher in einem Nachtclub, wo ich auch gedacht habe, ja, mit Masterabschluss an der Tür zu stehen, ist auch nicht das Beste.
Und habe aber auch gesagt, hey, ich mache halt irgendwas, um ein bisschen Geld zu verbringen. Für mich war das nie wichtig, reich zu sein oder mir irgendwelche Sachen zu leisten. Mein Vater hat immer gesagt, das Geld, was du hast, mit dem kaufst du dir was, aber ansonsten wird nicht auf Pumpe gekauft. Und deswegen, egal wie viel Geld ich verdient habe, dementsprechend war auch meine Ausgaben. Und das heißt, dann habe ich dann mit diversen Jobs immer Fußballtrainer für eine Jugendmannschaft, dann wie gesagt, Türsteher abends noch. Und dann habe ich sogar mal bei Siemens hier in den USA gearbeitet. Das war eigentlich recht cool, weil da war eine Professorin, die war deutsch an der Uni. Und ihr Mann war hier irgendwie ein höheres Tier bei Siemens. Und die hat gemeint, ja, du kannst doch Deutsch, du hast einen deutschen Abschluss, du hast einen amerikanischen Abschluss, mach doch hier irgendwas im Verkauf. Also was soll ich denn machen im Verkauf? Im Einkauf kannst du ja im Büro arbeiten. Ich gesagt, weiß nicht, ob ich für so eine große Firma ist ja tot langweilig. Und das habe ich auch 2 Jahre gemacht, um mir die Promotion zu bezahlen. Also es gab schon einige Jobs, wo ich sage, rechts und links und oben und unten, die dann wirklich aber nicht Karriere, sondern wirklich nur Mittel zum Zweck, also Job. Ich wusste auch nicht, dass ich dort nicht lange bleiben werde, sondern es war einfach nur um den nächsten Schritt. Also es geht immer nur diese kleinen Ziele, um zum nächsten Ziel zu kommen. Was war der nächste Schritt? Also hattest du da schon im Kopf, dass du das Entrepreneur-Gen sozusagen hast? War das für dich der nächste Schritt oder war das so das Ziel, auf das du hingearbeitet hast? Oder was, wo wolltest du hin, indem du dann ja noch einen Doktortitel gemacht hast? Oder wo hast du hingeguckt? Was hat dich angetrieben, quasi die Dinge zu machen? Also ich glaube, es war eher, ich habe ein Problem mit Autorität. Also wenn ich jemanden habe, der mir sagt, was ich zu machen habe, dann werde ich es nicht machen. Das ist dieser Rebell in mir. Ne? Und vor allem, wenn ich bin ja oft davon ausgegangen, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, dass die gar nicht, denen geht es gar nicht, das Ziel oder die Erfolge des Unternehmens sind denen gar nicht so wichtig. So kam es zumindest oft vor. Und das heißt, wenn die irgendwie so einen halbguten Job machen, dann will ich mich ja nicht an denen orientieren. Und deswegen, ich hatte ein Riesenproblem mit dieser Autorität, wenn die einfach gesagt haben, springen, ohne mir zu sagen, warum. Ne? Also kann ich nicht. Sind meine Kinder genauso. Und für mich war das immer wichtig zu verstehen. Wenn ich bin auch so. Wenn ich alles verstehe, warum wir das machen, dann bin ich der Erste, der sagt, oh, let's go, let's do it. Aber wenn du einfach zu mir sagst, hey, jetzt rennen wir mal 5 Kilometer, warum soll ich das denn machen? Oder noch schlimmer klein gehalten wirst, ne? Dass du das eigentlich nicht einbringen kannst, was du einbringen möchtest und auch möglich machst, aber dass jemand das aus seinem Ego nicht möchte. Das ist das, was mich immer so wahnsinnig gemacht hat. Und dieser Job bei Siemens war keine absolute Hölle. Da war fast schon wieder so, wie meine Mutter erzählt hat, ne? Es war ein easy Job und ich habe das auch, wie gesagt, nebenher, neben Promotion gemacht oder neben Studium und Promotion. Das war was, wo ich gedacht habe, ich bin da mit Leuten zusammen, denen ist der Job fast egal. Und ich hatte ein paar coole Kumpels, die ich dort kennengelernt habe, das war alles super. Aber viel war so ineffizient und so ungängig. Das sind 30 Jahre lang. Ja, stell dir vor, viele Menschen stecken da drin fest, ihr ganzes Leben lang. Ja, aber ich kann das nicht. Und ich mache das nicht. Wenn ich ein Leben habe, will ich das nicht verschwenden. Also Glück haben, werden wir 80 Jahre alt. Und wenn wir bis wir 65 arbeiten und, keine Ahnung, 25 anfangen, dann werde ich bestimmt keine x Jahre daran verschwenden, irgendwas zu machen, mit dem ich mich nicht identifizieren kann. Und vor allem will ich ja nicht half-ass machen. Ich will ja wirklich auch Gas geben und Spaß haben. Ich bin ja ein Freund, der sagt, jeder ist gut in irgendwas. Man muss ja nur finden, in dem, was man gut ist. Amen. Wow. Ja? Nee, so ist es. Amen. Das sage ich meinen Frauen immer wieder, denen ich helfe im Businessaufbau. Ich sage immer, jeder kann was. Jeder kann aus dem, was er kann, was machen. 100%. Es muss ja nicht immer gleich was ganz Großes sein. Aber jeder kann was machen. Worin hast du promoviert? Also hattest du da schon eine Richtung, wo es für dich hingeht? Ich war ja wie gesagt auf dem allgemeinen Naturwissenschaften-Gymnasium zuerst und danach am Wirtschaftsgymnasium. Hatte überhaupt keine Ahnung von diesen Buchhaltung und wie heißt das auf Deutsch? Oh Gott, das deutsche Wort nicht mehr. Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft. Also wenn man auf einem normalen Gymnasium so ein Latein oder Französisch wählt, dann kennt man die Sachen nicht. Hab mich dann aber kennengelernt, hat mir gefallen. Und habe gesagt, ich werde BWL promovieren. Allein, weil es Sinn macht und weil es mir sehr leicht gefallen ist. Ich hatte auch immer gute Noten, komischerweise. Also selbst in Deutschland noch gute Noten gehabt, obwohl mir nie Spaß gemacht hat. Aber in Amerika auch gute Noten, auch Stipendien. Dass ich zum Glück nicht die Hunderttausende von Dollar bezahlen muss für die ganzen Universitäten. Sondern hatte auch wirklich Glück und habe gesagt, ja, ich möchte für mich war mein Ziel, irgendwann mal bei Harvard einen Abschluss zu machen und möchte irgendwann mal einen Doktortitel machen. Und da war halt, wie gesagt, Mittel und Zweck. Und habe dann gesagt, okay, das erste Mal, also ich habe mir nicht vorgenommen, mehrere Male zu promovieren. Das war dann irgendwie, das kam halt dazu nochmal. Eher als Zufall, dass ich mehrere Doktortitel mache. Und nicht, weil es so geplant ist, aber nach dem Master dachte ich, okay, ich mache gleich weiter, weil es auch Spaß macht. Und B,
leicht ist und man lernt super Leute kennen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich promoviere in der BWL. Und witzigerweise auch dann in der BWL, es hat 5 Jahre gedauert nach Master, in der BWL zu promovieren und habe dann auch meine Doktorarbeit über meine Firma, die ich hier in Amerika gegründet habe mit ein paar Freunden, über eine Merger and Acquisition Integration geschrieben. Also sehr, sehr praktisch. Und ich war nie der Theoretiker. Ich hatte es auch nie interessiert, irgendwelche Theorien auswendig zu lernen und dann zu zitieren, sondern für mich war immer die Anwendung wichtig. Und die Sachen, die ich an der Uni gelernt habe, habe ich immer mitgenommen, ob es beim ersten Doktortitel oder beim zweiten Doktortitel. Ich habe immer direkt an der Materie geforscht, also auch in Wirklichkeit, nicht in Theorie. Und auch sehr, sehr, also eine Dissertation in Practice geschrieben. Also dass ich wirklich auch mit reellen Dingen und nicht nur in Theorie gehe. Und deswegen dann auch genau in der BWL und in der BWL, also im Unterfach war das dann Management und International Business, aber habe über Post-Merger and Acquisition Integration meine Doktorarbeit geschrieben. Was für eine Firma war das, die du aufgebaut hast dabei? Also mit aufgebaut. Ich hatte wirklich viel Glück. Das war echt so, ich kam zu der Firma wie die Jungfrau zum Kind. Und ich rede jetzt nicht über Gott, sondern eher Zufall. Es war so, dass ich in meinem graduierenden Studiengang jemanden kennengelernt hatte, der einen sehr guten Freund hatte, der hier so eine kleine Firma anfangen wollte. Ein absoluter Genie, also wirklich sehr, sehr schlau, Computerprogrammierer, also unglaublich. Und der hat hier eine Firma angefangen und ist aber sehr gut, wenn es um Software Development geht und um die ganzen technischen Sachen. Und dann dachte ich, okay, cool, ich habe den kennengelernt, wir sind sehr gut miteinander ausgekommen, der ist war oft in Europa, also das weiß ich, der typische Mensch in Amerika, der noch nie das Land verlassen hat. Und beide seiner Eltern sind Professoren, die Mutter kommt ursprünglich aus Ägypten und er war auch oft in Frankreich. Wir sind gut miteinander ausgekommen und dann haben wir mit also ein paar Jungs eine Firma gegründet, zu 5 war das damals, oder zu 6, und haben in diesem Voice over IP, und es war da noch ganz, ne, früher hat ja jeder ein Haustelefon gehabt oder wir hatten noch eins, wo man in die Wand steckt zu Hause, und das war aber der Anfang von Skype und diese Voice over IP und dass man da nicht mehr analog telefonieren musste, und so hat es langsam angefangen, dass wir in diesem Bereich auch die Firma gegründet haben, um zu sagen, hey, wir bauen dieses Post-Based Exchange auf, also wirklich telefoniert über das Internet, aber als Art, wenn du bei einer Firma, dass du früher kennst, ja, wenn man so die Stecker, wenn man verbunden wird, aber das Ganze als PDX-System. Und das haben wir komplett aufgebaut. Aber als Junge. Das klingt nach etwas, was zu der Zeit super erfolgreich geworden ist. War das so? Super Hit. Vor allem haben wir ja angefangen damit. Also dieser Mensch, mit dem ich die Firma gegründet habe, also ist wirklich ein absoluter Genie, immer noch. Und der hat halt dieses Voice over IP und dieses PBX, dass der dann gesagt hat, hey, wenn ich eine Stimme in den Computer reinbekomme, bekomme ich sie auch wieder raus, in Anführungsstrichen. Übertreibe es ein bisschen, macht auch ein bisschen simpler, bis es in der Realität war. Aber wir haben angefangen, so ein bisschen Hardware zu machen, ein bisschen Software zu machen und haben dann wirklich die Telefonanlagen für Firmen aufgebaut. Und dann wirklich auf der ganzen Welt verkauft. Und das Slogan war, ihr benutzt Asterisk, ihr wisst es nur nicht. Asterisk wäre der Name unserer Software. Und egal wo, auch wenn ich wo angerufen habe, und anstatt dass jemand abnimmt, hallo, ich bin der Timo, wie kann ich sie verbinden, hast du dann oft diese automatische Message, wo es dann automatisch geht. Das war unser Produkt. Und selbst jetzt noch, wenn ich bei Firma anrufe, höre ich die Stimme von unserem Produkt. Das heißt, über Nacht erfolgreich? Oder wie ging das? Wie viele Jahre hat das gedauert? Und Zickzack. Witzigerweise haben wir, also die Firma, der junge Mann hat ursprünglich die Firma angefangen und wollte einfach für Linux, also für das Operationssystem Linux, Support machen. Ne, wenn du Microsoft hast, dann ist ja okay, dann gibt es ja viele Leute, die Microsoft kennen und machen. Aber wenn du Linux als Operationssystem benutzt, ist ja ein bisschen komplizierter und kennen ja nicht alle. Und ihr wollt einfach nur Support machen, den Leuten helfen, wie man Linux bedient. Und es war einfach eher Zufall, wie es dann zu dieser Software. Und wir wollten dann auch Hardware machen, wie man also ein analoges Telefonsystem in ein digitales umwandelt. Und haben dann auch Hardware versucht zu produzieren. Aber dann haben wir gemerkt, es sind viel mehr Menschen an dieser Software interessiert, wie in der Hardware. Also es war jetzt nicht einfach Firmenidee, Erfolg, Verkauf. Sondern wir haben auch ein paar Mal gepivot, wo wir gesagt haben, ja, lass uns doch lieber in die Software investieren. Und hatten dann auch wirklich Glück, dass wir einige Menschen hatten, die als Mentor agiert haben. Wir waren ja alle junge, als die keine Ahnung hatten. Ich war Theoretiker, ein bisschen gearbeitet bei Siemens, bisschen Jurist, bisschen BWLer. Und auf einmal musste ich ja alles machen, was zur Firma gehört. Also von HR zu Operations zu, das ist ja noch nie vorher gemacht. Und das heißt, wir haben dann einfach Trial and Error, ne, probiert und irgendwas hat geklappt. Und dann
haben wir Visitbande bekommen von, hatten nach einer Validierung, die dreistellig war. Und es sind viele Sachen, die halt einfach sehr gut zusammengepasst haben. Nicht über Nacht, im Gegenteil. Es gab auch einige, es war auch ein Achterbahn, ja, es gab auch einige Downs, wir hatten Layoffs irgendwann ein paar Mal sogar. Da war ein Lawsuit, wo wir Geld auszahlen mussten und nicht gerade wenig, also im siebenstelligen Bereich. Und dann haben, aber ja. Wahnsinn. Immer weiter. Wo ging das dann hin? Also wie hat sich das dann über die Jahre weiterentwickelt? Habt ihr die Firma dann verkauft oder wurde die dann erfolgreich? Also wie, erzähl uns ein bisschen, was so dann in den, sag ich jetzt mal, letzten 10 Jahren dann bei dir passiert ist beruflich. Also ich erzähle dir mal ein bisschen was von meinem Leben parallel. Also es gibt ja immer, der Timo hat ja mehrere Hüte auf. Der Timo war ja nie einer, der entweder nur Akademiker war. Also selbst während ich Student war, also meine erste Promotion hatte ich, mein erstes Kind hat eine Firma, die ich gekauft habe in San Diego und habe meine Doktorarbeit parallel geschrieben. Also ich bin ja in dem Moment 3 Personen. Vater, Doktorand und Firmenunternehmer. Also es gab immer parallel viele Sachen, aber wir haben die Firma über 10 Jahre lang, ja, meines Erachtens schon erfolgreich großgezogen. Wir hatten 350 Mitarbeiter. In London habe ich eine Firma aufgemacht. Wir haben 3 Firmen gekauft, in Atlanta, in San Diego und in Kansas City. Und hier unser Hauptquartier. Also war schon erfolgreich. Und die Firma wurde auch erfolgreich verkauft. Als wir damals die Firma gegründet haben und haben dann auch gleich Funding bekommen, wir waren ja junge Kinder und dann kam jemand mit 20 Millionen und hat gesagt, ihr seid 100 irgendwie 110 Millionen wert, wir geben euch 20 Millionen. Ne, A, war das Anfang der 20er, B, waren wir alle jung, also waren auch alle 20, war das schon viel Geld damals. Und dann, wie gesagt, haben wir es 10 Jahre lang aufgebaut und ich bin dann aber früher weg, bevor wir es verkauft haben. Und ich bin nicht weg, weil mir es nicht gefallen hat, sondern ich habe gemerkt, ich habe jetzt alles gemacht, die Firma komplett großgezogen. Ich kann der Firma nichts mehr geben und die Firma kann mir nichts mehr geben. Und habe dann auch mich hingesetzt mit meinem Kumpel, den ich vorhin erwähnt habe, der auch von meiner Tochter der Patenonkel ist, und mit meinem besten Freund, der jahrelang mein Mentor war und immer noch ist, der auch jetzt noch in meinem Leben sehr, sehr verankert ist, ein paar Jahre älter, sehr erfolgreicher Geschäftsmann, habe mich hingesetzt mit dem und gesagt, ich möchte was anderes tun. Ich habe nichts mehr davon. Für mich ist jeder Tag der gleiche. Es macht Spaß, unsere Firma, es geht finanziell gut, aber ich brauche eine geistige Herausforderung. Für mich war das immer wichtig. Und da haben die mir geholfen, meine eigene Firma am Anfang parallel zu gründen, nochmal eine. Und dann bin ich weg, bevor wir die Firma verkauft haben, und habe meine neue Firma auch mit meiner Frau zusammen gegründet. Also habe meine Frau dort kennengelernt in der Firma und habe dann zusammen mit ihr und mit noch jemand eine zweite Firma, die nächste Firma gegründet. Und als die dann auch für unsere Ansprüche erfolgreich war, bin ich dann von meiner eigenen Firma weg, um auf meine andere eigene Firma zu fokussieren. Und das hatte ich dann auch in die Südstaaten die gebracht? Dann, also das hatte ich dann auch so Richtung Atlanta, Alabama gebracht? Oder? Nee, ich war dann Ach schon. So, okay. Also ich bin auch oft gependelt. Ich musste dann, und es war auch, hat auch super viel Spaß gemacht und wieder was Neues. Und es war eher eine Art Consulting-Firma. Da kam mir wieder auch zu einer deutschen Firma, die dann diese Consulting-Firma sogar gekauft hat, in Anführungsstrichen. Und ich dann sogar deswegen durch diese Krise 5 Jahre lang für eine deutsche Firma in Amerika gearbeitet habe. Also es war aber immer, wie gesagt, viele Sachen parallel. Ich bin auch einer, der, ich liebe Stress. Also Stress ist für mich ein Motivationsfaktor. Und ich mag es nicht, wenn Langeweile da ist, sondern ich mache immer ziemlich viele Sachen parallel. Und es hat super viel Spaß gemacht, das natürlich mit meiner Frau, mit dem ehemaligen Businesspartner zusammen zu machen und dann auch Kunden zu haben, wo man einen Mehrwert sieht. Für mich war immer wichtig, dass ich möchte niemandem was verkaufen, das er nicht braucht, und möchte niemandem was verkaufen, wo er nicht mindestens besser dasteht, als wenn er mich nicht hat. Und das hat super viel Spaß gemacht. Das haben wir auch ein paar Jahre gemacht und haben das dann, wie gesagt, an diese deutsche Firma verkauft und waren dann ein paar Jahre bei der deutschen Firma. Parallel habe ich wieder noch einen Master gemacht und nochmal promoviert und. Hast du das Gefühl, so deine deutsche Art hat dich so zum Erfolg geführt? Oder was glaubst du, ist so, was war so dieser Accelerator, dass du dein Leben hier so, ja, auf der Überholspur quasi aufgebaut hast? Also es gibt ein paar Dinge, wo ich sagen kann, ich bin dankbar. Also mein Vater hat immer gesagt, wir kaufen nichts, wenn wir das Geld nicht haben. Also irgendwie so auf Pump, sagt man, glaube ich, auf Deutsch, aber Kreditkarte gibt's nicht. Also du kaufst dir ein Auto, wenn du es bar bezahlen kannst und nicht irgendwie finanzieren. Diese deutschen Tugenden haben mir natürlich hier auch geholfen, weil ich nie Schulden hatte. Also wir haben jetzt auch keine, wie nennt man das, keine Mortgage, also kein wie heißt denn das Deutsch? Kein Darlehen aufs Haus. Ich weiß nicht, in Deutschland heißt das noch anders. Genau, eine Hypothek.
Also wir haben auch nie Hypotheken gehabt und haben mehrere Häuser mittlerweile und haben uns immer nur die Sachen gekauft, die wir wirklich bezahlen konnten. Ich glaube, das ist schon ein bisschen deutscher als Amerika, weil hier kann man ja alles mit Kreditkarte kaufen. Ich glaube aber, in Amerika ist es so viel leichter, Erfolg zu haben. Es ist in Deutschland sehr, sehr schwer, arm zu sein. Aber es ist auch sehr, sehr schwer, reich zu sein. Hier, wenn du Gas geben willst, dann ist einfach leichter. Und man kann auch Sachen mal probieren, weil man wirklich auf die Schnauze fallen, nach Anführungsstrichen. Aber dann wird man nicht gleich von der Kultur oder von der Gesellschaft abgeschrieben, sondern hat man einfach eine Lernerfahrung gemacht und dann kommt halt das Nächste dabei raus. Und mein Leben war auch nicht immer super. Der Timo wurde geboren und war Millionär. Im Gegenteil, da war wirklich viel, was dazwischen passierte, wo ich auch ein paar Mal schlucken musste. Ne? Und ich bin ja auch nicht irgendwie, keine Ahnung, so erzogen worden, dass ich definitiv wusste, dass ich bei Harvard ankomme. Also ich bin super dankbar für meine Ausbildung und ich bin auch sehr dankbar, dass ich diesen Abschluss mitnehmen konnte von einer sehr renommierten Universität. Aber im Endeffekt, ne, ob du jetzt auf der Hauptschule in, keine Ahnung, Waldorf bist und 1+1=2 ist oder an der Harvard-Universität, da ist 1+1 immer noch 2. Also ne, es gibt auch, ist nicht einfach alles Gold, was kennt. Ich glaube, die deutschen Dinge, die mich in Deutschland gestört haben, haben mich in Amerika erfolgreich gemacht. Ne, dieses Fehler vermeiden war für mich nie da. Dieses pessimistische Denken war für mich nie da. Ich benutze viele Analogien. Ich sage oft in Deutschland, wenn ich zu meinen Freunden in Deutschland sage, und nicht alle, ne, ich habe immer noch super Freunde in Deutschland, die nicht so sind, aber wenn ich zu meinen Freunden in Deutschland sage, hey, lass uns ein Haus bauen, dann was willst du erst mal sagen? Warum? Was kostet das? Wer bezahlt das? Bist du dir sicher? Warum willst du das machen? Wer genehmigt das? Wie sollen wir das machen? Wenn ich zu meinen anderen Freunden sage, hey, lass uns ein Haus bauen, dann sitzen die bei mir im Auto, haben ein Sixpack in der Hand und wir fahren zum Praktiker oder ja zum Baumarkt. Ne? Also ist komplett eine andere Einstellung. Und deswegen sage ich, ne, es ist halt hier einfach, wir machen das einfach mal. Also so die Mischung ist es. Also die deutsche Tugend mit der amerikanischen Flexibilität ist das Erfolgsrezept. Ich meine, das ist ja oft so. Ne? Also ja, für dich. Aber ich war schon einige, ich weiß gar nicht, über 150 Podcast-Folgen aufgenommen mit wirklich tollen Menschen, die schon viel hier auch erreicht haben in den USA. Am Ende kommt es immer darauf, dass man doch aus dem, wo man herkommt, ich glaube, deswegen ist es auch immer wichtig, ganz dankbar so zu sein, dass man so durch dieses deutsche System ist, aber eben auch den Weg geschafft hat, sich davon zu befreien. Nicht nur räumlich, sondern eben auch von der Mentalität her. Und dass man wirklich das Beste aus beiden Welten quasi vereint und dass das wirklich etwas ist, was wie, so ein bisschen wie so ein erfolgreicher Blueprint ist für das Leben hier in den USA zumindest. Kann ja sein, dass man in Deutschland damit gar nicht erfolgreich sein würde, aber hier in den USA. Ich glaube auch nicht, dass ich in Erfolg, ich würde wahrscheinlich in Deutschland, würde ich wahrscheinlich nach einer Woche gefeuert werden von der Firma. Also ich könnte es auch nicht vorstellen, da zu arbeiten, aber nee, also das kann ich mir echt vorstellen. Ich habe wirklich ein Riesenproblem mit Autorität. Es weiß aber auch jeder, sind auch meine deutschen Freunde, und konnte das nie gut. Und wenn du das in Deutschland, wenn du dich nicht. Aber das ist ja kannst, Talent, dann, ne? Wenn du der Chef bist, ist ja leicht, aber. Naja, nein, also ich sehe das so, dass das ja ein Talent ist, ne? Also wenn man ein Problem mit der Autorität hat, ist das ja nicht ein Problem, sondern das ist ja eine große Stärke auf der anderen Seite. Und die Stärke liegt ja da drin, selber entscheiden zu wollen, Verantwortung zu übernehmen, Kreativität auszuleben. Es ist ja nicht, dass man, also ich würde das nie als Problem sehen. Ich würde das immer sehen, dass du da ganz viel Stärke und Talent hast, etwas in etwas einzubringen, was andere aber nicht zulassen. Und dieses Nicht-Zulassen ist wahrscheinlich eher die deutsche Mentalität, möglicherweise auch die Corporate-Mentalität hier in vielen Firmen, aber den Weg bist du ja hier auch gar nicht gegangen. Ne? Das heißt, der stand ja eh nicht offen. Aber ich glaube, dass es eher hier ist, dass man das auch einfach ausleben kann in dem Land hier. Auf jeden Fall. Und das Land bietet einem, ich hatte einen deutschen Freund, der herkam, hat meine Katze mir helfen, eine Firma aufzumachen. Ich sagte, ja, gib mir 20 Minuten. Dann hat man die 20 Minuten. Stammkapital, 25.000 Euro, nee. Es dauert 20 Minuten, eine LLC aufzumachen. Man kann es online machen. Ja, allein so die Bürokratie, die es hier nicht gibt, es ist ja in Deutschland schwer. Wir haben eine Niederlassung mit meiner jetzigen Firma, haben wir eine Niederlassung in Deutschland. Ich musste nach Deutschland körperlich zur Bank, dass wir ein Bankkonto aufmachen. Wir mussten in Deutschland zum Notar gehen. Das kann doch nicht sein. Ich habe gar keine Zeit für sowas. Und da, manchmal wird einem auch schwer gemacht in Deutschland. Und ich wundere das, wie man in Deutschland überhaupt eine Setzung machen kann, wenn das Arbeitsrecht so rigide ist, dass man, wenn man die Leute einstellt, dass man sie nicht mehr wegbekommen kann. Ja, ist mir schon passiert. Und vor allem, dass die Bürokratie ist so komplex oft, dass man zu 100 Ämtern rennen muss und hin und her. Nee, das macht keinen Spaß. Dann arbeitet man gar nicht. Also das war auch unser Grund, dass wir irgendwann gesagt haben, also
das Selbstständigsein in Deutschland ist eigentlich gar keine Option. Das macht gar keinen Spaß, weil du so in der... Zuerst bist du eigentlich als Arbeitgeber immer schuld, versus mal zu gucken, du schaffst ja Arbeitsplätze und ja, andere Story für einen anderen Podcast vielleicht mal. Ja. Erzähl uns mal, wie dein Leben jetzt ist. Also du hast deine Kinder, bist aus dem Haus, lebst zwischen Atlanta und Alabama, reist viel. Wo ist der Timo jetzt angekommen in seinem Leben? Also das Gute ist, wir sind nicht an Geld motiviert. Das heißt, meine Frau und ich und unsere Familie, uns geht es natürlich sehr gut. Ist klar, wenn man ein paar Firmen verkauft, dann geht es dann finanziell gut. Aber wir sind auch nicht eine Familie, die sagen muss, nicht eine Insel kaufen und keine Ahnung. Das heißt, wir leben im Leben jetzt einfach Priorität auf Beziehungen. Wir reisen sehr, sehr viel. Wir arbeiten aber auch immer, wenn wir reisen. Und wir reisen nicht, dass wir sagen, ja, wir sitzen uns in einem Six-Sterne-Hotel und lassen uns die Füße massieren, sondern wir reisen T-Shirt und kurzen Hosen und laufen dann auch mal 10 Meilen durch die Gegend mit den Kindern. Also wir sind wirklich als Familie reisen wir viel. Ich bestehe immer noch darauf, dass wir zumindest einen Urlaub nach Europa machen, als komplette Familie, egal wie alt die Kinder sind. Die bringen immer einige Freunde mit. Also wir gehen damit mit allem drum und dran. Und machen einen Skiurlaub und machen viel Urlaub auch so, aber sagen auch, hey, ich will, dass die Kinder Teil an meinem Leben. Ich werde nicht für meine Kinder leben. Also ich werde nicht komplett mein Leben aufgeben, nur dass ich die jeden Tag zum Fußball fahren kann. Sondern im Gegenteil, ich möchte, dass die ein Teil von meinem Leben sind, dass sie das auch sehen, wie das ist. Also das ist natürlich sehr wichtig für uns. Ich arbeite mit Freunden. Für mich war das immer wichtig, dass ich, wenn ich 8, 9, 10 Stunden am Tag bei der Arbeit verbringe, dass ich dann mit Menschen tue, die ich mag. Und deswegen sage ich immer, ich habe einen sehr, sehr guten Freund über fast 10 Jahre, der ist vor 2 Jahren zu einer anderen deutschen Firma gewechselt, in Deutschland alles. Und ich habe gesagt, ich werde nie wieder für eine deutsche Firma arbeiten, weil ich das halt nicht kann und nicht will und Bürokratie und bla bla bla. Und da haben wir echt lange diskutiert, aber er ist ein wirklich sehr guter Freund. Und der hat mich dann sogar dazu gebracht, wieder für eine deutsche oder mit einer deutschen Firma zu arbeiten sogar, die in Nürnberg ist. Mittelständler in Nürnberg, auch im HR-Bereich. Also das heißt, das mache ich viel natürlich dafür, weil das auch wirklich super viel Spaß macht. Die Leute sind super locker, also überhaupt nicht so deutsch, wie ich mir das vorgestellt habe. Super locker, das heißt, das mache ich, da verbringe ich sehr viel Zeit natürlich mit. Aber wie gesagt, auch mit Freunden, dann natürlich meine eigene Firma, die wir wieder haben, die auch ja im Moment erfolgreich wächst. Also wir sind auch schon mit über 50 Mitarbeiter mittlerweile und haben auch international Geschäft mit einigen Standorten. Meine Frau ist meine Chefin nicht nur zu Hause, sondern auch bei der Arbeit. Also sie ist der CEO und ich bin eigentlich, mein Titel ist Regenmacher mittlerweile. Frauen sind die besten Führungskräfte, das ist so. Ja, ja, ich habe auch kein Problem mit. Also sie ist natürlich besser, sie ist auch schlauer als ich und alles rum und dran. Das heißt, ich habe kein Problem. Ich habe ja heute auch, sie ist gerade irgendwie bei der Air Force auf einer Militärbasis und hat irgendwie so gemeint, wir machen richtig coole Arbeit mit den der Firmen Top Gun, kennst du ja die Piloten, ne? Also mit denen machen wir Arbeit. Und da habe ich mal kein Problem, ich bin unser Stay-Home-Husband, ne? Arm Candy. Ich und der Hund sind zu Hause und hatten das fort. Und sie, nee, Spaß beiseite, aber ich mache Sachen, die mir gefallen. Ich werde mein Leben nicht verschwenden, um Sachen zu machen, die mir nicht gefallen, sondern verbringe wirklich die Hälfte meines Lebens mit dem Kumpel, der in Deutschland die Firma großzieht, erfolgreich großzieht, die andere Hälfte mit meinem eigenen Firma hier. Und natürlich ne, Kind und Kegel und hin und her, alles drum. Naja, bei 3 Kindern fällt ja auch schon einiges ab. Lieber Timo, was würdest du abschließend anderen Menschen mitgeben? Jetzt ist das ja dein Weg sehr rechts, also so kreuz und quer, wie du ja gerade immer gesagt hast. Bin ich gerade ausgegangen. Ich bin vielleicht nicht so das typische Beispiel oder so, bin nicht so für exemplarisch, wie Leute ihre Karriere aufbauen oder auswandern oder so. Wenn du jetzt denkst, viele unserer Hörer stehen vielleicht noch in Deutschland, die wissen noch nicht so richtig, passt das zu mir, passt das nicht zu mir oder sind vielleicht da, wo du auch warst, dass sie sagen, ich komme hier gar nicht klar. Keiner sieht, was ich hier eigentlich kann. Was würdest du Menschen so aus deiner, ja, 20 Jahre jetzt, ne? Etwas über 20 Jahre bist du hier USA. Was würdest du so Menschen mitgeben wollen? Also für mich ist wirklich diese Sprichwörter, die es auch Anzahl gibt ohne Ende, aber die stimmen. Also man kann nicht halbwegs von der Brücke springen. Entweder man springt oder man springt nicht. Aber man muss es einfach mal tun. Ne? Jeder lange Weg fängt mit dem kleinen Schritt an. Und man muss nicht denken, oh, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, in Stuttgart und arbeite beim Aldi und bin unbedingt nach Amerika. Ich muss jetzt seit morgen aufwachen in Amerika sein. Sondern es gibt ja einfach darum zu sagen, ich mache mir einen großen Plan. Dann ist oft der große Plan so overwhelming, dass man dann gar nichts macht. Das Schlimmste ist,
mit allen über den Plan zu reden. Weil man bekommt Motivation darum, wenn man darüber redet, und dann ist man weniger dazu befähigt, es zu machen. Weil umso mehr darüber redet, bekomme ich einfach diese Glückshormone selber nur ums drüber reden, dann mache ich es vielleicht nicht. Deswegen sage ich, nimm einen großen Plan, check, aber setz kleine Ziele und dann arbeite einfach darauf hin. Und wenn es nicht so klappt wie geplant, dann gibt es ja trotzdem noch einen anderen Weg, wie bei mir auch. Ich fand's, wenn man es wirklich will, ne, und sich wirklich will, was ist denn das Schlimmste, was passiert, dann geht man halt zurück, dann hat man halt ein bisschen Geld verloren, dann hat man, aber Risiko ist aber schön im Leben, dass nicht immer alles schwarz und weiß ist, sondern auch ein bisschen grau. Und wir nicht alles wissen und nicht alles planen müssen. Ja, vor allen Dingen nimmt man ja auch ganz viel Erfahrung mit, ne? Also. Wir sagen auch, wenn diese Firma, die wir jetzt gegründet haben, wir haben die 2017 gegründet und wir hatten den Jonas Hummel, ist bei uns in der Firma dabei, als Founder mit dabei, der ist der Bruder von Mats Hummels, haben dann bei mir zu Besuch und wir haben darüber geredet, die Firma zu gründen und hin und her und hat gesagt, ja, lass uns das doch machen. Dann haben wir da auch meine Sachen gesagt für seine Verhältnisse damals als nicht ganz so gut oder so erfolgreich finanziell wie dein Bruder damals, weil er halt in der dritten Liga gespielt hat, viel Geld in diese Firma investiert. Und dann haben wir, jetzt natürlich hat alles geklappt, aber er hat auch oft gesagt, hey, selbst wenn das nicht geklappt hat, die Lebenserfahrung zu machen, eine Firma in Amerika zu gründen, ja, die sind rumgerannt total. Und in Deutschland haben auch was total Sachen zu machen vor 50 Jahren. Allein diese Erfahrung, das ist doch viel besser Geld investiert, als irgendwie nur bei der Uni Theorie zu lernen. Was für mich sehr wichtig ist, und das sage ich auch oft meinen Kindern, das war etwas, was mein Vater immer zu mir gesagt hat. Er hat gesagt, egal ob jemand die Toilette gehört oder aber die Toilette putzt, du kannst von jedem lernen. Natürlich hört sich das jetzt vereinfacht an, aber es gibt diesen Term auf Englisch als der Oh, das finde ich gut. Das Beispiel klaue ich mir mal von dir. Das finde ich sensationell. Kannst du gerne. Es gibt diesen Term, der heißt Consilience. Da gibt es ein Buch, das wurde darüber geschrieben, bei Consilience, das heißt The Unity of Knowledge. Ich nehme das selbst in meinem Leben mit, dass ich sage, ich will mich mit Leuten umgeben, die anders sind als ich, die jetzt vielleicht nicht BWL studiert haben, aber die vielleicht Künstler sind oder Maler oder Dachdecker oder keiner Metzger. Weil du die Perspektive eines Metzger oder eines Dachdeckers oder eines Architekten oder eines Ingenieurs ist eine andere wie meine. Und allein mich mit diesen Menschen zu umgeben, ist doch viel interessanter, als wenn ich nur mit Leuten, die genauso sind wie ich, dann ist es langweilig. Und deswegen finde ich das auch immer so wichtig. Naja, du lernst von jeder Begegnung. 100%. Danke, lieber Timo. Danke für deine Zeit. Sehr, sehr großen Dank. Das ist nämlich, da wir ja beide sehr bewusst mit Zeit umgehen, ist das ein sehr großes Geschenk, dass du mir jetzt etwas über eine Stunde deiner Zeit geschenkt hast und auch euch, das da draußen, die das hören, diese Zeit schenken. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war zumindest für ein paar Menschen, die das anhören, nicht nur unterhaltungswert und hat einen Unterhaltungswert, sondern auch ein bisschen educational. Und auch wenn es vielleicht nicht der Weg ist, den andere gehen, für mich hat es geklappt und ich bin sehr zufrieden. Also von dem her, raw. Ja, er sieht auch sehr happy aus. Er sieht sehr happy aus. Vielen, vielen Dank, lieber Timo. Tschüss nach Alabama. Okay, Dankeschön. So schön, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir jetzt die Podcast-Folge gefallen hat, Mensch, dann tu mir doch einfach mal einen Gefallen. Spring auf dein Podcast-Portal und hinterlass dort eine 5-Sterne-Review, vielleicht mit einem kleinen Text dazu. Und wenn du magst, tag mich auch gerne, wenn du die Folge hörst, auf Instagram @muttersprachepodcast. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, schau mal auf der Podcast-Seite www.muttersprachepodcast.com vorbei oder wenn du Interesse am Businessaufbau hast, dann schau mal bei moniquemenesi.com vorbei. Schön, dass du da warst. Bis nächste Woche.